Hallo zusammen, mein Name ist Marchese Roberto, ich bin gelernter Rezyklist und habe hier auf diesem Werk auf meine Ausbildung gemacht und ich würde euch jetzt meinen Arbeitsplatz zeigen. Mein Tipp an Lernenden wäre, sich genau überlegen, was für einen Beruf man lernen will, dass man sich nicht den falschen Beruf auswählt und dann eventuell müsste abbrechen, sich viel Zeit nehmen zum Schnuppern und das auch in verschiedenen Bauern. Das Coole an meiner Lehre ist, dass man sehr viele unterschiedliche Sachen hat. Man hat sehr viel Abwechslung. Man hat auch handwerkliche Sachen darunter, man hat Maschinenbedienung, Maschinenunterhalt darunter. Man ist den ganzen Tag im Freien, grossteilig jedenfalls, und hat alles Mögliche querbeet. Es staubt, es ist dreckig, wenn man gerne Sachen in die Hand nimmt, ist es für einen richtig schön. Es gibt, dass man im ersten und zweiten Lehrjahr kann ein Praktikum machen kann, in einer externen Bude, einen Lehrlingsaustausch, je nach Stärken und Schwächen des Lernenden, wie er in der Schule nachkommt. Das war jedenfalls bei mir so gewesen. Schüler sollten sich bei der Firma Kibel als Rezyklist bewerben, da es ein sehr abwechslungsreicher und vielseitiger Beruf ist. Unter anderem mit der Maschinenbedienung und auch im Unterhalt. Dazu kommt auch die Vielseitigkeit an den Materialien, die wir annehmen. So, das war jetzt ein kleiner Einblick in meinen Arbeitsalltag. Wenn ihr Interesse habt, euch das selber anzuschauen, bewerbt euch doch für eine Schnupperlehre und macht euch ein eigenes Bild.